Die Interaktion von Elektronen mit einer Probe lässt sich mit einer Monte-Carlo-Simulation, also einer statistischen Zufallssimulation, darstellen. Dazu gibt es diese Software hier mit äußerst kleinen Symbolen. Die läuft, soweit ich weiß, nur auf Windows. Also ich habe hier eine Windows-Installation genommen. Dann kann man hier vorne auf New klicken und einen Layer hinzufügen. Layer deshalb, weil man kann nicht nur eine Probe simulieren, sondern man könnte auch Schichten von mehreren Proben simulieren. Weniger für natürliche Proben dann, sondern für technische Proben. Also klicken wir zum Beispiel auf Add Layer und dann auf dieses Undefined hier drauf. Und dann kann ich dem zuerst einen Namen geben. Sagen wir mal Firelight. Firelight. Das habe ich schon mal gemacht, deshalb habe ich es gleich abgespeichert. Man muss aufpassen, manchmal kommt hier eine komische Dichte, die angegeben wird. Das sollte man die vielleicht von Hand entsprechend noch ändern. Und dann sieht man hier also zweimal Eisen, einmal SI und einmal Sauerstoff. Hier deren Atomzahl, Gewichtsanteil und so weiter. Klickt man auf Done. Dann geht es hier weiter zu Next. Dann wird hier gefragt, was für eine Beschleunigungsspannung bzw. welche Energie die Elektronen haben sollen. Wir haben so eine typische Messbedingung von 15 kV, also nämlich 15 Kiloelektronenvolt für diese Bedingung. Dann wie viele Elektronen sollen simuliert werden? Nehme ich mal 20.000, das geht eigentlich ganz flott. Beam Radius 100 Nanometer, ist ein bisschen arg klein. Dann nehme ich mal 1000, das wäre ein Mikrometer Durchmesser, das ist eine relativ typische Punktgröße, die wir nehmen für Mikrosondenanalysen. Dann auf Next, hier kommen nämlich Abfragen, wie viele Trajektorien dargestellt werden sollen. Hier nehme ich mal nur 200, weil das frisst sonst wirklich ziemlich viel Zeit. Dann auf Next und dann nochmal irgendwelche Einstellungen, gehe ich auf Finish, Begin Simulation, aber selbstverständlich. Und dann sieht man, wie hier die Elektronen in die Probe reinfliegen. Es gibt blaue und rote Elektronen und die roten Elektronen sind die, die wieder nach draußen gehen. Das sind also die Backscatter-Elektronen. Und die blauen, das sind diejenigen, die dann tiefer eindringen und auch eine Interaktion machen. Das lässt sich hier drüben darstellen oder auswählen, was man sich angucken möchte. Zum Beispiel kann man sich die Röntgenstrahlen hier angucken für die verschiedenen Elemente. Hier ist eine Übersicht über alle Elemente. Ich zeige jetzt mal einzeln, dann kann man es etwas besser erkennen. Zunächst mal Eisen. Für Eisen gibt es eine K-Linie und eine L-Linie hier. Und dann sieht man hier einmal Absorbed und Non-Absorbed Intensity. Und das bedeutet, dass also die roten, das ist ganz klein wenig unglücklich ausgedrückt, denn rot heißt, das wird absorbiert von dem Atom. Also absorbiert heißt, das wird angeregt und sendet Röntgenstrahlung aus. Also der rote Bereich ist der, die roten stellen die Elektronen dar, die dann Röntgenstrahlung, charakteristische Röntgenstrahlung im Eisen erzeugen. Dann kann man zunächst mal sehen, wie tief das reingeht in Nanometer. Also es geht in die Tiefe rein bis ungefähr 1 Mikrometer. Also bis in ungefähr 1 Mikrometer Tiefe bekommen wir Informationen. Die anderen werden nicht absorbiert, die gehen dann, verlieren sich einfach in der Probe oder gehen teilweise als Backscatter-Elektronen wieder nach außen. Die Skalierung hier ist nicht ganz so super glücklich für K, aber das sieht in etwa dann ähnlich aus. Für Sauerstoff gibt es eine K-Linie hier oben, PAZ ist das Modell, das dahinter steckt in dieser Simulation. Auch hier der Absorbed Intensity geht auch runter bis ungefähr 1 Mikrometer Tiefe. Und hier kann man eben sehen, wie viel Elektronenanteil zu charakteristischer Strahlung anregen und wie viel verloren geht. Und für Silizium sieht es dann nochmal ähnlich aus. Wenn wir hier nochmal auf die, das sind verschiedene andere Sachen, wenn ich hier nochmal auf den Anfang gehe, kann man jetzt auch hier sehen, wie tief die Elektronen eindringen, also vielleicht knapp ein Mikrometer hier, wenn wir das hier mal als Grenze definieren, hier unten gehen nur noch ein paar rein. Und aus der Tiefe kann, bis in die Tiefe keine Information kommen, ist ein Mikrometer, das hatten wir auch gerade in den Verteilungen gesehen. Die Backscatter-Elektronen, die gehen nicht so tief rein. Also damit wieder ein Elektron rauskommen kann, darf es erst gar nicht so tief rein, weil sonst verliert es sich irgendwo hier unten oder irgendwo anders. Hat dann eben seine komplette Energie aufgebraucht. Also das Ende der Trajektorie ist vollkommenes Aufbrauchen der Energie. Und hier aus diesem roten Bereich kommen dann die Backscatter-Elektronen. Also die haben eine Informationstiefe von vielleicht einem halben Mikrometer. Und die Breite, die Informationsbreite, ist auch vielleicht sowas wie insgesamt vielleicht ein bis anderthalb Mikrometer.
Und dann lässt sich noch die Verteilung angucken, wo die höchste Energie ist, also wo die Elektronen mit der meisten Energie sind. Und das ist dann tatsächlich hier, also in dem Bereich haben noch 90% oder haben die Elektronen noch 90% ihrer Energie. Und in den äußeren Bereichen verlieren sie dann immer mehr Energie. Also hier haben sie nur noch bis bei dem Roten nur noch ungefähr 10% ihrer Energie und so weiter. Also aus dem Bereich hier, etwas unterhalb der Oberfläche tatsächlich, kommt dann die meiste Information. Und ich habe das Ganze jetzt mal durchlaufen lassen mit etwas mehr Trajektorien. Ich hatte ja gesagt, das sind jetzt 200 Trajektorien. Ich habe das mal gemacht mit 20.000 Trajektorien. Und zwar einmal hier für Enstatit und einmal hier für Firelit. Und jetzt kann man noch schöner sehen, die Eindringtiefe von den BSE-Elektronen oder die Informationstiefe von den Backscatter-Elektrons zwischen Enstatit und Firelit und wo die meisten Elektronen dann ihre Energie verlieren, beziehungsweise wo die Informationstiefe ist, die entsprechend etwas tiefer sitzt. Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen Enstatit und Firelit. Enstatit ist ja leichter als Firelit. Dann sieht man zuerst mal, beim Enstatit gibt es weniger Rückstreuelektronen und beim Firelit mehr Rückstreuelektronen. Das ist das mit höherem Z, die Fähigkeit, Elektronen zurückzustrahlen, also bei schwereren Elementen zunimmt. Und deshalb hat der Firelit mehr Rückstreuelektronen, wirkt dadurch heller im BSE-Bild als der Enstatit. Die Skalierung ist nicht ganz gleich, die lässt sich nicht ganz gleich machen. Also hier hat man knapp 1,4 Mikrometer, hier hat man so etwas wie 1,3 Mikrometer. Also die Eindringtiefe ist ein bisschen anders, unterscheidet sich jetzt aber nicht enorm stark. Jetzt diese äußeren Bereiche hier, die können die Elektronen, die nur noch geringe Energie haben, die können dann so etwas wie zur Katalumineszenz führen, wofür man geringere Energien, also Elektronen mit geringeren Energien braucht, um die zu erzeugen. Und entsprechend kann die Katalumineszenz zum Beispiel aus diesem äußeren Bereich hier dann kommen. So etwas wie Roche-Elektronen, die auch eine relativ hohe Energie zum Anregen zunächst mal brauchen, sind nur hier ganz im oberen Bereich beispielsweise. Und wenn man selbst mit diesem Programm rumspielen will, dann geht man auf diese Webseite hier. Oben ist die E-Mail-Adresse, da kann man sich dann runterladen. Also hier kann man auf Download und kann sich diese Software selbst runterladen, kann damit rumspielen. Es gibt hier so ein Tutorial, das dann ein bisschen was erklärt, wie das ungefähr funktioniert und so weiter. Ich habe hier diese Version 2.5, glaube ich. Es gibt mittlerweile schon eine Version 3. irgendwas, die funktioniert aber ein bisschen anders. Da muss man sich dann aber reingucken. Aber eine sehr schöne Sache, um sich mal diese Anregungsbirne hier, wobei es fast mehr wie ein Apfel aussieht an der Stelle, hier vielleicht mehr wie eine Birne, um sich diese Anregungsbirne mal anzuschauen, beziehungsweise die Interaktion von Elektronen mit einer Probe.